Disco. Ja, herzlich willkommen zurück zum Goat Simulator 3. Lustige Dinge. Disco. Mit Regenbogengeil. Oh. Jo, ich bin mit dem Laserschwert unterwegs. Der letzte Part ist leider wieder ein bisschen geknickt. Das braucht so viel Speicher, das Spiel, zum Aufnehmen. Also die Aufnahmen sind immer so mega groß vom Goat Simulator. Obwohl die Grafik eigentlich gar nicht mal so gut ist, vor allem nicht scharf genügend ist. Das ist doch eigentlich ziemlich leider ein Problem in diesem Projekt. Ja, immer Ding. Ich muss jetzt unbedingt schauen, dass da endlich Diablo 2 Resurrected, Remoted umgestellt werden kann. Ich muss das irgendwie verschieben können oder so. Weil das braucht vor allem sehr viel Speicher auf C. Das habe ich leider irgendwie eingestellt. Ich würde es auf E rüber tun, installieren. Aber nein, es wurde auf C installiert, habe ich gesehen. Und das ist einfach das Mega-Problem, dass die Parts dann einfach nicht fertig aufgenommen werden. Steht viel zu wenig. Oh. Oh, Pizzaschachtel, die hier unter Strom steht. Wie geil. Aber immerhin habe ich ja das Wichtigste gezeigt, letzten Part. Und in diesem Part können wir wieder länger aufnehmen. Dafür gibt es auch wieder 30 Minuten. So, müssen wir das eigentlich noch machen? Nein, nicht mehr, das haben wir gemacht. Schauen wir doch mal, was wir noch machen müssen hier in der Region. Nichts mehr. Wir haben alle Missionen hier. Okay, dann müssen wir hier, Kurator. Was war das? Kurator. Was ist überhaupt ein Kurator? Kommt jetzt nicht so bekannt vor, das Wort. Gucken wir mal. Könnte irgendwas mit Karten sein oder so. Ein Kurator ist einer, der Kur macht. Der immer auf Kuren geht. Ist es ein Fahrrad, das unsichtbar war? Habt ihr das gesehen? Okay. Ja, wie im letzten Part auch schon gesagt, ich kenne kaum ein verbuggteres Spiel, aber es gibt immerhin noch verbuggtere Spiele. Aber, jo, schreibt mal in die Kommentare, welches Spiel ist verbuggter als Goat Simulator 3. Mich nimmt's mal Wunder, welche Spiele sind sonst verbuggt? Eventuell irgendwelche Simulatoren wie Goat Simulator, dankeschön. Oder so, aber ja, Goat Simulator tut ja auf Bugs beruhen. Es muss ja lustig sein. Und das ist meistens mit Bugs ist es wirklich lustig. Okay, hier war doch nichts drin. Okay. Also nehmen wir mal das hellgrüne Auto hier. Jo, und genau, ich möchte da noch ein Part machen mit Monster Stunts. Das kann ich eigentlich nächstes Mal machen, weil wir haben jetzt nicht mehr so viele Missionen. Goat-Statuen haben wir auch wieder ein bisschen gesammelt. Mache ich dann einfach wieder weiter, wenn ich wieder ein bisschen mehr ja, so Abwechslungszeugs machen möchte. Und ich weiß, was ich noch machen soll. Aber jetzt haben wir noch die Mission. Ich muss mal kurz hier reinschauen. Das nimmt mich jetzt mal Wunder kurz. Ich glaube, hier haben wir, hier gibt es Müllsäcke. Okay. Bundel, doch, es gibt noch etwas. Okay, ich wusste aber ein Bundel. Aua, was habe ich denn gemacht? Ich habe doch ganz normal parkiert. Diese Vollsparke, Emma. Gut, wo ist das jetzt hier? Da oben. Ran. Stelle die Straßenkunst im einen Glanz wieder. Das ist das, was wir noch nicht machen können, weil wir noch kein Ding haben. Spray. Es gibt einen Autotune. Aber wo gibt es denn Spray? Ich müsste kurz nachschauen. Na komm, schauen wir kurz nach. So. Goat Sim 3 Spray. Okay, es gibt eine Mission dafür.
Vinci, kurze Monate in der Colorado Quest. Left Edge of the Game, Top Left Edge, weiter oben. Aha, okay, es ist schon ein bisschen oben. Also, Song Quest. Hummingbird ist dann dort, Sheep ist dort, okay. Flowers wird nördlich. Botticelli Venus. Das ist wahrscheinlich das hier. Aber was müssen wir jetzt kurz machen? Ich sehe es nicht. Tap the Ability Button. Also die F-Taste einfach drücken und macht das. Habe ich doch versucht. Okay, wir versuchen es einfach mal ohne. Mit dem Laserschwert versuchen wir es mal. Die F-Taste drücken, das haben wir doch letzten Mal oder so. Was ist die Ability-Taste sonst? Ja, aber... Was muss ich denn machen? Hä? Steht nicht? Ganz komisch. Okay, ich habe, glaube ich, einen Übersetzer. Ist mir ein bisschen zu viel Englisch. Zu schwer ist Englisch. Ja, aber auf Deutsch ist es auch nicht so leicht. Ja, okay, das weiß ich ja schon mit dem grauen Punkt. Eine Kopfbedeckung. Ja, aber welche Kopfbedeckung? Meine Güte, diese. Also das ist so schwer, oder? Kopfbedeckung. Wie sieht ein Schutzhelm? Es regnet Bauteile, nein. Architekt ist es auch nicht. Welche Kopfbedeckung ist für Sprühe? Bei Schwerkraft ist das irgendwie etwas mit. Meine Güte, man hat keine Chance, Quests zu machen. Weil man einfach nicht weiß, was man machen muss. Sobald man irgendwas hat. Oder sie zeigt nicht an, ah, das gehört zu dieser Quest oder so. Das! Es ist einfach eine Kopfbedeckung, was wir schon abgeholt haben. Aber ich kann trotzdem. Welches ist die Ability-Taste? Ah, Mama ist gedrückt. Lass. Okay, machen wir sie immer wieder drücken. Okay, gut. Also, jetzt weiß ich auch, wie das geht. Dankeschön, dass die Tutorials das auch nicht gemacht haben. Bin ich ja sehr, sehr glücklich drüber. Aber jetzt wissen wir, was wir endlich machen. Hier ist es nicht. Irgendwo aber hier muss es sein. Wieso ist Öl auch... Oh Mann, wieso ist Öl so gleitend? Das ist nicht Vaseline. Das ist Öl. Bisschen Realismus, bitte. Hier oben. Hier hoch. Also sie sind meistens oben. Habe ich das Gefühl. Aber wo oben? Hier ganz oben. Ich weiß nicht. Hier vielleicht? Nein. Es muss hier sein.
Also scheinen wir noch. Also das haben wir. Das haben wir noch nicht. Seite? Okay. Auf der Seite, und das ist die Seite. Die Seite, okay. Hui. Oh, jetzt müssen wir doch noch wieder nach oben. Naja, haben wir schnell genug. Ah, hier vielleicht? Ja, das könnte sein. Ja. Also gar nicht oben. Aber man braucht so viel. Noch nicht fertig. Aber bald. Oh, da brauchen wir aber sehr viel. Hä, hey, man kann einfach wechseln. Hä? Hey? Okay. Machen wir verschiedene Punkte gleich. Lol, jetzt sieht's cool. Die ganze Wand gleich. Oder müssen wir einfach einen anderen Punkt? Das ist wahrscheinlich der falsche Punkt. Eben diesen markiert. Also, es müsste irgendwo ein Punkt sein. Ich weiß nicht, was man machen muss in diesem Dungeon. Ach komm, hey, jetzt bin ich nur ein bisschen nach links gegangen. Automatisch. Nochmal. So. Ist es hier? Man sieht es halt nicht gut. Das könnte sie hier sein. Nee. Man weiß wirklich gar nichts. Die Quests wurden so schlecht gemacht. Hier vielleicht. Hä? Weißt du, wenn die wenigstens ein Bild, nicht eine Map, sondern ein Bild würden posten? Ja, hier hat die ganze Zeit so mega viel Werbung. Also, das ist genau dort. Ein Schaf. Hochlaufen, okay. Ist ein Schaf. Hä? Ist doch gar kein Schaf. Eine Giraffe ist hier. What the fuck? Wir sind aber hier im richtigen Punkt, oder? Also ich sehe kein Schaf. Das ist doch keine kein Schaf. Vielleicht hier. Vielleicht haben sie einfach die Location nicht so richtig. Was ist denn da? Ich habe den Glitch gesehen. Nein, ist da nicht so. Aber hier ist doch kein Schaf weit und breit. Wo denn? Vor allem, es wird auch nicht gesagt, wie hoch man laufen muss oder so. Ah, jetzt tut man nicht hier weiter hochlaufen. Hier ist auch nichts. Hä? Ich verstehe nur Bahnhof. Wie kann man eine Quest lösen, wo man gar keine Informationen bekommt? Ah, es ist doch die Blume. Haben wir jetzt eine 2 von? Wo ist jetzt die Anzeige überhaupt hin? Okay, es ist doch die Blume. Aber dann haben wir es ja gemacht, oder? Sind wir jetzt fertig? Ja, wir haben es gemacht. Okay, dann habe ich es auch nicht gesehen, oder? Also, dann gehen wir kurz ARD machen. Das wäre dann noch Botticelli Venus. Tellus. Irgendwo Tellus. Ja, hier, aber... Da ist keine... Es muss ungefähr hier sein. Ja, und wo bitte? Ah. Da
Sternschnuppe bezünden auf einer Tankstelle, Gulli. Tankstelle. Da. Und wie hoch? Ganz hoch. Leiter, hopper. Wo ist denn Gulli? Ist das der Gulli? Hier ist doch. Ah, hier. So, und hier ist irgendwo eine Sternschnuppe. Versteht sich das? Die können doch verdammt mal schreiben, wo es ist. Ist das wegen dem Symbol rechts? Gut, dann haben wir nur noch der Schaf. Und das Schaf weiß ich ungefähr, wo es ist. Deshalb habe ich es am Schluss genommen. Es könnte hier oben sein, aber hier ungefähr nur. Ich denke hinten. Nämlich schwer die Küste, dass man das verstanden hat. Hallo, haben wir hier noch etwas? Hier waren wir noch nie drin. Okay, wir haben nichts zu tun hier drin. Also so wie ich mitbekommen habe, ist es hier oben. Es ist nicht mehr so richtig, aber damals vor einem Jahr habe ich das ja geleistet, oder was hier oben. Ganz oben, ja. Ach komm! Dummes Spiel. Yay, Curator! Also ein Kurator ist ein Sprayer. Gar noch nie gehört. So richtig. Sehr schön. Okay. Jo. Ziemlich gut. Ah. So, freies Gate. Ja, das mache ich natürlich nicht. Das könnte ich ja machen, wenn ich mal Zeit habe. Ohne Aufnahme. Und sonst ist wirklich keine Quest mehr. Sind wir wirklich fertig? Jetzt noch die Stunts, die Goat-Statuen und dann gehen wir ins Finale. Vermesse etwas mit 100 Meter Länge. Okay, das können wir machen. Zum Beispiel vermesse ich gerade mal den Times Square. Dafür müssen wir den Meter, das ist ein Kopf, also wir tun dieses so und dann 100 Meter. Einfach mal so eine schräge, eine Diagonale machen. Wie groß ist der Times Square im Goat Simulator? Plus noch ein bisschen mehr scheinbar. Das reicht noch nicht ganz. 100 Meter. Okay, ich habe es glaube ich gemacht. Ja, dafür haut es um uns um. So. Behöhne das Polizeigebäude. Sehr gut. Das machen wir doch gerne. Das ist das Polizeigebäude. Und da muss ich verhöhnen. Ohnmacht grasen. Hinten. Hinten? Nee. Glücklich Sitz verbeugen. Hinten. Ja, hinten wackeln. Sehr gut. Dann haben wir noch. Mache eine unvergessliche Ballonfahrt im Einkaufswagen. Hey, das haben wir schon mal gemacht. Frechheit. Okay. Eine Ballonfahrt im Einkaufswagen. Das haben wir doch schon mal gemacht. Das ist eine Frechheit. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffe. Wir können ja währenddessen lustige Dinge machen. Okay, das kommt leider gerade nicht. Dafür sind wir der Star im Abendkleid. Lady Goatee! Ich finde dieses Gebäude so cool. Ah, Präsidentenvilla. Okay, leider kommt es jetzt gerade momentan nicht. Wir können ja mal ein bisschen. Oh, aufregen. Nein! Sieht auch lustig aus.
kurz. Gut. 27. Kurz ein Bild mal. So, mit Polizisten. Okay. Weil ich mir Zeit habe. Aber das soll eigentlich jetzt vorbeikommen. Ah, vielleicht sind wir nicht im. Aber wo kann man denn in den. Ich muss das ein bisschen beobachten. Also komm, beobachten wir. Ah, jetzt kommt's. Also, wo ist es am tiefsten? Ich hätte vielleicht dort oben bleiben sollen. Es könnte hier am tiefsten sein. Es kommt ja hier runter, aber hier habe ich nicht irgendwo die Möglichkeit. Vielleicht hier? Nein. Und da geht es ja wieder hoch. Können wir schnell hier hochgehen? Ja, aber höher. Können wir das noch erreichen? Ja, so nicht, Mann! Wieso ist es so rutschig? Im Einkaufswagen. Oh, das wird schwer. Oh, vermisst alles. Noch 7 Meter. Nein! Mann, das Spiel ist so verpackt. Jetzt ist es total wieder gummig hier. Aber immerhin wissen wir, wo der Ballon ist. Mann, wenn man nur der Schleim und das Öl nicht so nervig wäre. Das wäre das einzige im Spiel, das eigentlich ziemlich cool wäre. Also cool wäre, einfach cool wäre, wenn es weg ist. Wenn es, ja, besser kontrollierbar wäre, meine ich. Aber nein, es muss so nervig sein. Es muss so unglaublich unrealistisch sein. Ja, das ist sehr schade. Nein. Ach komm, ich wollte hoch und nicht, dass er automatisch hochgeht. Ach komm schon. Wenn mal etwas klappen würde. In diesem Spiel klappt einfach so viel wie möglich nicht. Hä, es ist total verbuggt. Es geht früher los, als wir drauf sind und deshalb glitschen wir auch durch. Ja, jetzt müssen wir leider noch ein bisschen auch ein paar lustige, nervige Dinge aushalten. Was soll das? Die freifliegende Ampel. Wenn wir Bugs zeigen im Spiel, können wir auch Bugs zeigen im Video. So. Gut. Manche lade ich auf meinen Discord-Kanal übrigens hoch. Ich bin leider nicht so einer, der die ganze Zeit diese Steam-Screenshots findet, oder? Aber ich werde jetzt gleich nachher mal kurz das einfach verschieben, also kopieren und verschieben in einen Bilderordner. So, jetzt hoffen wir einfach, dass es noch Zeit gibt, hier hochzugehen. Man schaut, man kann nirgendwo auf dieses Gebäude hoch. Also man braucht einfach Ewigkeiten, bis man hochkommt. Und das hier oben ist. So. Also. Gehen wir am besten hier hoch. Wenn wir könnten, wenn diese Scheißziege mal etwas machen könnte. Kann ja nicht. Ja, sie kommt nicht hoch, dieses Dumme. Hey, ich hab doch geleckt! What the fuck, Spee? Wie nervig willst du eigentlich noch werden? Ich hab geleckt. Aber ich kann dann immer noch nicht hoch. Ah, jetzt müssen wir nochmals warten, oder was? Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel wird von Part zu Part verbuggt. Ob ich irgendwie etwas nicht machen darf. So, endlich mal. Eieie. Jetzt müssen wir einfach ein bisschen länger warten. Es sind immer noch 17 Meter. Nein, nicht. Hey, ich bin nur kurz hochgehebt. Ja, verdammt nochmal, dieses Dump. Also diese Steuerung geht mir so langsam auf den Keks, ey. Wenn einfach eine Steuerung etwas machen könnte, dann
Ja, dann warten wir einfach drüben wieder. Es ist ein bisschen besser dort. Aber immer dieses ständige Warten auf irgendwas, es ist... Also für mich, nach weiß nicht wie viele Stunden Goat Simulator, ich bin einfach nur noch genervt über dieses Spiel. Es ist wirklich lustig, es macht Spaß, lustiges Ding zu haben. Aber wenn das Spiel von Anfang bis am Ende eigentlich klappt, wegen der Physik Engine, wegen diesem Abprall, wegen dem ständigen ölig sein oder schleimig sein. Lol, da ist ein Mensch hoch verbeamt worden. Lol. Es gibt immer wieder so Situationen, wo Menschen fliegen, wo Autos durch die Luft fliegen und so. Richtig lustig, also unerwartet. Lustig. Aber eben, es kann halt auch immer wieder sehr nervig sein. Also wenn es jetzt ein Goat Simulator 5 gibt, 4 wird ja wieder ausgelassen. Ich glaube, ungerade werden ausgelassen, habe ich so das Gefühl. Dann möchte ich diese Sache nicht mehr haben, sonst kaufe ich es mir nicht. Okay, fürs Let's Play kaufe ich es mir. Klar. Oh, wir sind 170. Jetzt kommt er wieder zu uns. Nice, so ein Meter ist schon nice. Eh? Kann man immer schauen, wo die Objekte sind. Ah ja. Mehr als eine halbe Stunde, alle 3-4 Tage. Ja. Kann ich nicht spielen. Es ist zu nervig mit der Zeit. Leider, aber. Ja, wir müssen halt alles machen und manche Sachen sind schon sehr fast unmöglich. Also jetzt alle Chancen, alle Goat-Staaten zu finden, ja, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich kenne nicht alles. Ich kenne sehr wenige Locations. Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich unbedingt denke. Wir müssten irgendwie von oben runterkommen. Wir können halt nicht hier hoch. Oder ich wässe nochmals kurz. Fisch. So, und dann wechsle ich auf Goat. Und gehe hier. Hey, mein Gott, wieso hüpft der? Was ist das für ein unrealistisches Spiel? Wenn ich runterkomme, dann muss ich nicht hüpfen. Da drüben, hä? Also nochmals eine Runde warten. Tut mir leid für die Leute, die sich nicht so motiviert fühlen, aber ich möchte das jetzt gerne noch in den Part packen. Warten wir halt nochmals. Und wieso hat er jetzt den Meter weggenommen? Ich habe die F-Taste nie gedrückt. Vielleicht auch, weil ich gestürzt bin oder so. Jetzt wissen wir nicht mehr, wo das ist. Man sieht es nur. Also hier eben, es ist zu hoch. Ich müsste hier runtergehen und jetzt nicht wieder hüpfen. Es tut automatisch kurz hüpfen. Aus welchem Grund? Realistisch ist es ja nicht. Ich bin schön drauf gelandet und ja, tut wie stürzen, aber in die Luft hüpfen. Was macht der da unten? Ja, aber dort ist ein Ding im Weg. Ein Hydrant. Du kannst ja rückwärts fahren. Ja, mehr? Diese Ölverschmutzung von dieser Statue. Oh. Also ich tue eventuell diese Talente gar nicht freispielen. Das wäre, also wenn ich jetzt schon den dritten bewusst freigeschalteten Teil schon stacke, dann ja, tue ich die Talente gar nicht heilen. Beispiel. Also so ein 100% Let's Play wollte ich ja nie machen. Ich wollte lustige Dinge zeigen, das habe ich jetzt auch in diesem Part auch wieder ein bisschen gemacht. Aber ja, es kann doch nicht sein, dass manche Sachen einfach unmöglich sind wegen der schlechten Engine. Wegen der Physik-Engine. Naja. Hallo.
Mach mal vorwärts. Du brauchst so mega lange. Wer hat die Mission, wer hat dieses Objekt überhaupt erfunden? So langsam, okay, jetzt ist wenigstens ein bisschen Wind hier. Aber so langsame Objekte, das weiß jeder Entwickler, sollte nicht einbauen. Das ist wirklich sehr, sehr deprimierend, da mega lange warten zu müssen. Aber gut, weiß ich, dass jetzt mittlerweile das hier der beste Spot ist. Und ja, ich hoffe, ich schaffe es jetzt dieses Mal. Es ist halt schon wirklich sehr, sehr sensibel alles. Da hätten sie wenigstens in der Steuerung mal ein paar Regler einbauen können, dass es nicht so sensibel ist auf der Tastatur. Auf dem Gamepad ist es auch sensibel. Viele Spiele sind einfach, vor allem auf Gamepads, zu sensibel. Die Entwickler denken, wir sind alle irgendwie... Oh, man fliegt durch. Hä, man kann gar nicht stehen drauf. Ich bin durch das Objekt durchgeflogen. Na gut. Wir können noch mehr warten. Ich denke, ich mache das nicht. Das ist jetzt nicht nötig, oder? Ich breche das ab. Man bekommt gar nichts hier, sonst bekommt man doch irgendwelche. Der höchste Punkt von Göteborg. Das wäre etwas, was ich machen könnte, ne? Also im nächsten Part wird wieder ein bisschen mehr los sein, weil wir noch ein paar Sachen auch hier machen können. Hier, die Sachen. Drei Leute hintereinander, eine Rakete. Okay. Ich trage 25 Gegenstände als Hut. Das müssen wir auch zuerst mal rausfinden, wo, was es ist. Können wir kurz noch machen. Irgendwie so ein, so mehrere Hüte auf einmal. Was ist das hier? Können wir damit Gegenstände irgendwie... Ja, was passiert mit dieser Parkbank? Nee, nee, es ist nicht das. Meine Güte, wenn man auch mehr Erinnerung hätte an das Spiel. Ich habe keine Erinnerung mehr, was das war. Was ist denn das, eine Partybrille? Also, keine Ahnung. Steht halt auch nicht. Vielleicht ist es etwas anders. Also kein Hut, sondern sie hat es, okay. Müsste irgendwo hier sein. Okay. Körper. Oder es ist drücken. Packhäsel ist es ja nicht, nein. Sattel auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe so etwas gar nicht. Ich weiß nicht. Also gut. Dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drage. Tschüss.